Die Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Schladming vom 5. bis 17. Februar wurde am Mittwoch in Mailand offiziell vorgestellt. 24 Azzurri fahren mit, das größte Kontingent stellt wieder einmal Südtirol mit 9 WM-Teilnehmern. 8 kommen aus der Lombardei, 4 aus der Nachbarprovinz Trentino. Bei den letzten Titelkämpfen in Garmisch holten die Südtiroler 5 Medaillen, einen kompletten Medaillensatz mit Christoph Innerhofer, der den Super-G gewann, Silber in der Kombination und Bronze in der Abfahrt holte und die 2 Bronzemedaillen von Manfred Mölk im Slalom und Peter Fill in der Kombination. Ein Traum wäre es natürlich, in Schladming dieses Ergebnis zu wiederholen. Und mindestens auf dem Papier haben eigentlich alle 9 Südtiroler WM-Teilnehmer, 2 Damen und 7 Männer, die Chancen, aufs Podest zu steigen. Und beginnen wir bei den Damen, wo mit den erfahrenen Denise Carbon und Manuela Mölk nur mehr 2 Südtirolerinnen im WM-Kader stehen. Denise Carbon hat ihre erste WM 2001 in St. Anton bestritten. 2 Jahre später holte sie in St. Moritz Silber, 2007 folgte in Aure die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Dazu kommen noch 3 vierte Plätze, eine Fahrerin also, die bei Weltmeisterschaften immer das Beste herausholen konnte. Heuer lief es bisher nicht ganz nach Wunsch, ihr bestes Weltcup-Ergebnis war Rang 7 in Sölden. Weltmeisterschaften haben mir auch im Glück gebracht. Ich bin nie letzter wie Vierte gewesen, außer jetzt bei der ersten in St. Anton. Und ja, es ist ein besonderes Gefühl. Ich fühle mich gut, ich kann mich auch steigern. Ich freue mich auch jetzt auf die Weltmeisterschaft. Ich glaube schon, dass ich vielleicht in Stand bin, das Beste aus mir rauszuholen. Ich hoffe es zumindest. Und ja, dann werden wir sehen. Auch Manuela Mölk ist eine Veteranin bei Weltmeisterschaften. Seit 2003 ist sie immer dabei, zur Medaille hat es aber bisher noch nie gereicht. Vor 2 Jahren in Garmisch wurde sie sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf Sechste. Heuer ist es nicht leicht gewesen für mich. Ich habe mit dem Rücken wie ein zu leiden gehabt, wie ein Problem gehabt und viel Training verloren. Von dem her, aber ich bin alleweil ganz gut motiviert und ich kann jetzt mitgehen und das passt eigentlich. Bei den Männern werden in Schladming alle Augen auf Christoph Innerhofer gerichtet sein. Er war in Garmisch vor 2 Jahren der Superstar, gewann gleich 3 Medaillen und wurde in Super-G Weltmeister. Auch heuer lief es bisher recht gut, obwohl er oft gesundheitlich angeschlagen war. Innerhofer gewann die Abfahrten in Beaverkrieg und Wengen und wurde im Super-G in Kitzbühel Dritter. Einer seiner größten Konkurrenten in der Abfahrt ist sicherlich der Ultner Dominik Baris. Der 23-Jährige wird in Schladming erst seine 2. Weltmeisterschaft bestreiten, hat aber seine ganze Klasse heuer schon mit den Weltcupsiegen in Bormio und Kitzbühel gezeigt. Ich lasse mir nicht auch keinen wegen Favorit nachher. Ich probiere allem gleich zu fahren und meines, was ich kann, auf den Schnee zu bringen. Und nachher, da wird es rauskommen, kein Basach. WM-Medaillen gewonnen hat auch schon Peter Fill. Der 30-jährige Kasselrutter gewann 2009 in Val d'Isère Silber im Super-G und vor 2 Jahren in Garmisch Bronze in der Kombination. Jetzt fehlt ihm eigentlich nur mehr Gold. Fill wird im Schladming seine 6. Weltmeisterschaft bestreiten, ist aber nach dem spektakulären Sturz in Kitzbühel angeschlagen. Wie Peter Fill hat auch Manfred Mölk schon 2 Weltmeisterschaftsmedaillen daheim hängen. 2007 holte er in Aure Silber im Slalom, vor 2 Jahren in Garmisch wurde er Dritter. Der 30-Jährige ist heuer in bestechender Form, wurde 2. beim Weltcup-Auftakt in Sölden, 3. in Adelboden und sage und schreibe 4-mal Vierter. Sehr gut läuft es heuer auch bei Werner Hehl, besonders im Super-G. Der 30-Jährige aus Walten stieg in Grün aufs Podest und wurde im Beaverkrieg und St. Louis Fünfter. Dazu kommen noch die beiden 6. Plätze in der Abfahrt von Bormio und Grün. Hehl ist zum 4. Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Der Saarner Patrick Thaler bestreitet hingegen seine 3. WM. In Val d'Isère vor 4 Jahren wurde er im Slalom 7. In Garmisch war er nicht qualifiziert. Heuer hat sich der 34-Jährige wieder empfohlen mit Rang 5 in Levi, 6 in Kitzbühel und 10 in Zagreb. Der einzige WM-Neuling der Südtiroler ist Sigmar Klotz. Beim 25-jährigen Ultner zeigt die Formkurve stark aufwärts mit den 10. Plätzen von Kitzbühel und Wengen. Die letzten 3 Rennen, bei allemal in die 15, 2-mal in die 10, denke ich, ist jetzt sicher tiptop gegangen. Und, logisch, ein bisschen Umfangs-Startschwierigkeiten gehabt heuer. Aber ja, ich denke, wenn es die Kurve so weitergeht, dann schaut ganz etwas Netz aus in Schladming.
In 5 Tagen geht es in Schladming los. In Mailand wurden auch die neuen Rennanzüge der Italiener vorgestellt, die jetzt nicht mehr weiß, sondern hellblau sind. Damit sollen die Azzurri ihren Namen wieder gerecht werden.